Sie ist eines der größten Wunder der Architektur. Die chinesische Mauer. Angeblich ist sie sogar aus dem Weltraum zu sehen. Ein militärisches Meisterstück, das Hunderte von Kämpfen erlebt hat und noch viele Geheimnisse hütet. Der britische Autor und Historiker William Lindsay lebt seit 20 Jahren in China. Spezialisiert hat er sich auf die Erforschung der chinesischen Mauer. Lindsay verbrachte viele Tage auf der Mauer und wanderte tausende Kilometer an ihr entlang. Doch wie weit erstreckt sich die chinesische Mauer tatsächlich? Wie lange dauerte es, sie zu bauen? Und warum wurde sie überhaupt errichtet? Von Peking aus ist es nur eine kurze Reise zu einer der beliebtesten Attraktionen Chinas. Millionen Touristen kommen jedes Jahr, um den sogenannten Steindrachen zu sehen, die chinesische Mauer. Die meisten Touristen, die auf der chinesischen Mauer spazieren gingen, kommen nach Hause und sagen, ich war auf der chinesischen Mauer. Aber die chinesische Mauer ist kein kurzes Mauerstück. Sie erstreckt sich über den gesamten nordchinesischen Subkontinent. Leider werden die Orte entlang der Mauer selten besucht. Manche sind nahezu unbekannt. 1987 erfüllte sich Lindsay einen Kindheitstraum. Er wanderte 2700 Kilometer entlang der chinesischen Mauer. Es gibt nur wenige Aufnahmen von diesem Abenteuer, denn fast alle seine Filme wurden konfisziert. Mittlerweile hat sich China der Welt geöffnet und aus Lindsay, dem Abenteurer, wurde ein Wissenschaftler. Er sucht nun überall in China nach Spuren der chinesischen Mauer. 23 Jahre nach seiner ersten Reise zieht er wieder los. 23 Jahre später dieselbe Erkundungstour zu machen, ist ein echtes Erlebnis. Es wird erneut beweisen, wie immens das Bauwerk ist, das wir chinesische Mauer nennen. 25 Jahre lang erkunde ich nun bereits die chinesische Mauer. Mit der Zeit begreife ich mehr und mehr, dass es das berühmteste Bauwerk der Welt ist, aber auch das am wenigsten erforschte. Es existiert nicht nur eine chinesische Mauer. Es gibt viele Mauern in Nordchina, erbaut von verschiedenen Dynastien im Laufe von mehr als 2000 Jahren. William Lindsay führt uns zu einem der abgelegensten Orte, 2300 Kilometer von Peking entfernt, nach Dunhuang, in der Wüste Gobi. Ich bin 120 Kilometer nordwestlich von Dunhuang. Ein schöner sonniger Tag in der Wüste Gobi. Perfekte Bedingungen für die Erforschung der chinesischen Mauer. In der flirrenden Hitze wirkt das dunkle Band am Horizont zunächst wie eine Luftspiegelung. Es sind die Überreste der Mauer, mitten im Nirgendwo. Das ist einer der wertvollsten Abschnitte der chinesischen Mauer. Die Han-Mauer, erbaut vor 2100 Jahren. Ich bin nicht der Erste, der hierher kommt. Wir befinden uns an der Seidenstraße. Händler gelangten über sie von den Wüsten Zentralasiens nach China. Sie reisten weiter Richtung Osten, in das Herz Chinas. Doch schauen wir uns das mal genauer an. Diese Mauer wurde vor mehr als 2000 Jahren erbaut. Sie sieht komplett anders aus als die bekannte Mauer nahe Peking. Dieser Abschnitt wurde nicht aus Stein erbaut, sondern aus einem anderen Baumaterial, das den Jahrtausenden standhielt. Schilfrohr und Schotter.
Wen aber sollte diese Mauer schützen, so weit entfernt von jeder Zivilisation? Die Herrscher der Han-Dynastie wollten ihr Reich öffnen, um mit dem Westen Handel zu treiben. Die Mauer war ein Mittel, um den östlichen Teil der Seidenstraße zu schützen. Die Han-Chinesen besetzten den wichtigen Heshi-Korridor, der zwischen den nördlichen Steppen und den Ausläufern des Himalayas entlang der Seidenstraße verläuft. Der Korridor ist eine zweifache Grenze zwischen Menschen und zwischen Lebensstilen. Die Nomaden der Steppe wohnen in Jurten, traditionellen Rundzelten. Sie leben ausschließlich von ihrem Viehbestand, mit dem sie über die Steppe ziehen. Nomaden schlagen ihre Jurten dort auf, wo es Weideland für ihre Herden gibt. Nach den langen und harten Wintern in der Steppe plünderten diese Nomaden die nördlichen Provinzen Chinas. Jedes Jahr töteten und stahlen sie Lebensmittel und Werkzeuge. Im Prinzip alles, was sie aufgrund ihres Lebensstils nicht selbst produzieren konnten. Die Chinesen betrachteten ihr Reich als Wiege der Zivilisation, entsprechend den Lehren des Konfuzius, das kulturelle Zentrum der Welt. Für sie hatte es keinen Sinn, mit den Barbaren an der Grenze zu verhandeln. Und Krieg mit ihnen war zu teuer. Also entschied der Han-Kaiser, eine Mauer zu erbauen. Wie viele Menschen am Bau der Han-Mauer beteiligt waren, weiß niemand genau. Viele Quellen zitieren eine Kalkulation, die dem Kaiser vorgelegt wurde. Wenn ein Soldat 3 Schritte auf der Mauer in einem Monat bauen kann, dann können 300 Männer 3 Li bauen, also ungefähr 500 Meter. Das bedeutet, für 1000 Li und 500 Kilometer müssten 100.000 Männer einen Monat lang arbeiten. Eine immense Anzahl. Wie konnten so viele Männer mitten in der Wüste ernährt werden? Nur 13 Kilometer östlich der Überreste der Han-Mauer erhebt sich die Ruine eines riesigen Getreidespeichers. Enorme Mengen an Getreide wurden aus den fruchtbaren Regionen des Reiches hierher geschafft. Selbst als der Bau der Mauer fertig war, profitierten die Grenzwachen von dem dort gelagerten Getreide. Die meisten Soldaten hielten die Türme besetzt. Die Türme besaßen 2 Merkmale, die sie besonders effektiv für Verteidigungszwecke machten. Die Plattform hinter mir war nicht nur der perfekte Aussichtspunkt für die Wachen, um nach Feinden aus dem Norden Ausschau zu halten. Sie diente auch als Signalstation. Wenn ein Feind entdeckt wurde, wurde das Signalfeuer gezündet. Sobald die Wachen nomadische Kämpfer ausmachten, schickten sie tagsüber Rauchzeichen und nachts entzündeten sie Signalfeuer. Der Alarm wurde die Mauer entlang weitergegeben, bis zu den Soldaten im Hinterland. Doch wie lang ist die Han-Mauer? Chinesische Experten begannen erst kürzlich, das zu erforschen. Ich begleite das archäologische Forschungsteam, das die Abschnitte der Han-Dynastie-Mauer genauer bestimmen möchte. Die Wissenschaftler brechen auf in Richtung Wüste Gobi. Sie werden einen ganzen Sommer lang brauchen, nur um diesen Teil der Mauer zu vermessen. Mittags kann die Temperatur auf 40 Grad ansteigen. Die Forscher untersuchen unter anderem eine Festung, die sich in der Nähe der Han-Mauer befindet. Sie könnte ein Lager für Hilfstruppen gewesen sein. Die Überreste sind kaum mehr zu erkennen. Dieser Turm heißt Halbturm, wohl deshalb, weil eine Hälfte fehlt. Die Wissenschaftler wollen die Festung per GPS lokalisieren. Ich bin gespannt, wie sie die Höhe feststellen, denn es ist alles sehr brüchig. Ich werde mal fragen. Sie müssen nicht hinaufklettern, um die Höhe zu messen. Dafür gibt es ein Gerät. Ein Entfernungsmesser mit Laser sammelt die Daten.
Es wird Jahre dauern, bis die Länge der Hahnmauer genauer bestimmt werden kann. Von hier bis zum Jadetor-Pass sind es an die 50 Kilometer. Es gibt drei Abschnitte der Mauer, die noch gut zu erkennen sind. Dazwischen ist buchstäblich nichts, auch wenn Archäologen vielleicht vereinzelt Reste finden. Selbst Mr. Young kann nicht abschätzen, wie viele Kilometer der Hahnmauer noch erhalten sind. Herr Young ist der Leiter des GPS-Teams. Er gab Lindsay den Tipp zu einer Stelle in der Wüste, wo die Mauer eine einzigartige Form besitzt. Dem Forscher steht ein 16 Kilometer langer Fußmarsch bevor. Lindsay kauft deshalb auf dem Markt in Dunhuang Proviant für die Wanderung. Rohes Fleisch wäre in der Wüste wohl keine gute Idee. Vieles von dem, was er sieht, scheint ungeeignet für den Marsch durch die Wüste. Aber am Ende findet er, was er braucht. Für 1,50 Euro habe ich nun einen tollen Vorrat an energiereichen Lebensmitteln. Fünf Uhr am nächsten Morgen. Lindsay beginnt seine Wanderung. Der Satellit sagt 14,4. Gut, es sind also rund 14 Kilometer. Lindsay geht nicht alleine. Das wäre in der Wüste zu gefährlich. Sein chinesischer Freund Piao Tianjun wird ihn begleiten. Dem GPS zufolge werden sie den Mauerabschnitt in 5 Stunden erreichen. Gehen wir. Es ist fast Mittag. Die Sonne brennt vom Himmel. Endlich erreichen sie den Platz, den sie suchen. Da! Wir haben es geschafft. Großartig. Für Lindsay war es die Reise wert. Auch die 5 Stunden Gewaltmarsch. Unglaublich, was? Schau dir das an. Von allen Gesichtern der chinesischen Mauer ist dieses das seltenste. Die Mauer wurde aus Holz erbaut. 6 Schichten aus Ästen. Da. Und dazwischen ein wenig Kies. And in between minimal use of the gravel. Die 16 Kilometer haben sich voll ausgezahlt. William verlässt die Dunhuang-Region und wendet sich gen Osten, entlang der alten Seitenstraße. Sein Ziel, die Stadt Chaiyuguan. Eine historisch wichtige Stelle befindet sich 5 Kilometer außerhalb der Stadt. Die beste Sicht darauf hat man aus der Luft. Ein riesiges Schloss. Es bewacht bis heute die Mauer, die im Jahre 1539 von Jia Jing erbaut wurde, einem Herrscher der Ming-Dynastie. Nach der Han-Dynastie kamen und verschwanden weitere Dynastien. Viele von ihnen bauten Mauern, doch keine davon besaß eine bedeutende Länge. Im Jahr 1521 bestieg der Ming-Herrscher Jia Jing den Thron des Drachen. Er ließ die Han-Tradition der Vergangenheit wieder aufleben und setzte den Bau der Langen Mauer fort. Sie sollte die Grenze im Norden mit dem westlichen Chaiyuguan-Pass verbinden. Chaiyuguan bedeutet übersetzt Grenze zum schönen Tal. Und das schöne Tal ist China. Diese riesige Festung wurde an den Ausläufern des Himalaya gebaut. Thank you.
Im Hof formen die mächtigen Mauern eine Art Labyrinth, um Eindringlinge zu verwirren. Neben der Festung beginnt die Mauer, von den Ming erbaut. Die Mauer hat nichts gemeinsam mit der Ziegel- und Steinmauer nördlich von Peking. Sie ist aus gestampfter Erde. Obwohl sie über 400 Jahre alt ist, ist sie noch gut erhalten und breit genug, um darauf zu gehen. Die Hirten interessieren sich allerdings nicht besonders für das Denkmal. Als Schutz vor der Sonne graben sie Löcher in das Mauerwerk. Die Erdlöcher der Hirten bieten Schutz vor der gleißenden Sonne. Hier kann man besonders gut sehen, warum die Frage, wie lang ist die chinesische Mauer, so schwer zu beantworten ist. Denn es gibt streng genommen mehrere Mauern. Das ist die Mauer der Han-Dynastie. Letztlich haben die Herrscher von 13 Dynastien den Bau von Mauern zur Verteidigung angeordnet. Es konnte auch passieren, dass sie Mauern erbten, sie aber nicht nutzten, da sie keinen Sinn machten. Gegen die Nomaden aus dem Norden existierten verschiedene Strategien. Das ist ein außergewöhnlicher Ort, weil es zwei Mauern nebeneinander gibt, die Han-Mauer und die Ming-Mauer. Auf seinen Wanderungen lernte William Lindsay schnell, dass er auf die Gastfreundschaft der Bauern entlang der Mauer, besser der Mauern, zählen konnte. Meine Familie machte sich Sorgen, als ich nach China ging. 1987 nach China zu gehen, in ein großes kommunistisches Land auf der anderen Seite der Welt. Werden die Menschen dort freundlich sein, dachten sie? Auf meiner Reise war ich abhängig von den Bauern. Doch ich entdeckte schnell, dass die Bauern meine Verbündeten waren. Trotz meiner schlechten Sprachkenntnisse bekam ich immer, was ich benötigte. Nahrung, Wasser, Unterkunft. Ohne die Bauern wäre mein Unternehmen zum Scheitern verurteilt gewesen. Dennoch verstehen viele Bauern nicht, wieso ein Fremder derart an der Mauer interessiert ist. Für sie ist das Bauwerk kein Denkmal, sondern Teil ihres Alltags, noch dazu ein sehr praktischer. Ich habe sie gefragt, warum die Löcher in der Mauer sind. Ich dachte zuerst, es wären Nester. Früher standen die Höfe direkt an der Mauer und es gab hölzerne Balken, die in die Mauer führten. Später bat die Behörde für Denkmalpflege die Bauern, ihre Bauten abzureißen und nach hinten zu versetzen, um das Nationalerbe Chinas zu schützen. Doch vor dem Fortschritt muss auch das Nationalerbe Chinas zurücktreten. Schienen führen durch die Mauer. Und riesige Autobahnen verursachen Brüche in den Wällen. Gelegentlich werden auch Tunnel durch die alten Erdwälle gegraben.
Noch immer bauen chinesische Bauern ihre Mauern auf dieselbe Weise wie ihre Vorfahren. Sie stampfen Erde in eine hölzerne Form, Schicht für Schicht. Dabei singen sie traditionelle Volkslieder, überliefert von ihren Ahnen. Ein Haus ist nicht komplett ohne eine Mauer rundherum, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Mein Freund Chan baut diese Mauer, um sein Grundstück zu umschließen. Das ist der letzte Abschnitt. Die Bauweise ist in der chinesischen Architektur tief verwurzelt. Egal, ob es ein Grundstück, ein Dorf oder ein Königreich ist, es muss umzäunt sein. Sie erbauten einen Großteil der Ming-Mauer als gestampfte Erdmauer. Stellen Sie sich vor, wie viele Milliarden Mal das Ganze festgestampft werden musste. Das Singen ist bei der Arbeit wichtig. Es lässt die Arbeiter in Gleichklang stampfen. Der Takt eint sie, wenn sie die Mauer entlang gehen und sich im Rhythmus bewegen. Worum es im Lied geht? Tja, ich bin jetzt seit 23 Jahren in China. Aber er singt mit einem starken Dialekt. Da kann ich kaum was heraushören. Es ist eine Art Sprechgesang. Er verändert die Worte und manchmal hört man sie alle kichern. Er kann den Rhythmus auch anpassen, wenn jemand zurückbleibt oder wenn jemand aus dem Takt fällt. Diese 20 Bauern, vor allem Frauen, benötigten einen Tag, um eine 27 Meter lange Mauer zu errichten. Ihre Vorfahren benutzten dieselben Materialien und Werkzeuge, außer dem Traktor, der den Lehm transportiert, und natürlich den Handys. Auf seiner Reise entlang den Mauern Chinas geht es für William Lindsay weiter Richtung Norden. Entlang der großen Mauer der Ming-Dynastie bis zur großen Schlinge des Gelben Flusses, Wiege der chinesischen Zivilisation. Für die Nomaden war es die Eingangspforte nach China. Man kann die Mauer mit ihren Türmen über dem Fluss noch immer gut erkennen, obwohl Wind und Wetter großen Schaden angerichtet haben. Die Lager dienten als Außenposten an der Verteidigungsmauer. Inzwischen werden sie nicht mehr militärisch genutzt. Ich liebe es, das Land zu bereisen. Dieses Gebäude wurde aus dicken Blöcken Kalkstein erbaut. Auf dem Dach befindet sich Gras. Im Winter haben die Einwohner eine gute Methode, das Haus warm zu halten. Das ist kein Bett, es nennt sich Kang, K-A-N-G. Man gibt hier Heizmaterial hinein und zündet es an. So kann man kochen und nachts hat man ein warmes Bett. Außerdem bekomme ich jede Menge Verpflegung. Ein Frühstück am Morgen,
Heute Abend eine Mahlzeit und jetzt gleich Mittagessen. Alles für weniger als 7 Euro. Ich sollte mich für das Schlürfen entschuldigen, aber das gehört in China mit zum Essen. Es ist ein Geräusch der Wertschätzung. Die Zutaten des Mittagessens sind mit ein Grund, warum die Nomaden das Land rund um den Gelben Fluss im 16. Jahrhundert überfielen. Barbaren kamen im Jahre 1549, um zu plündern. Doch ihre Kavallerie wurde an der neuen Grenzmauer bei Xuanfu gestoppt. Die Mauer hielt stand. Die nomadischen Truppen konnten den chinesischen Kornspeicher nicht einnehmen. Die Barbaren gaben nicht auf. Sie hatten eine Nachricht für die Chinesen. Sie würden jetzt ihre Hauptstadt Peking angreifen. Sie marschierten nach Osten, umgingen so die Mauer und vermieden Kämpfe mit der Grenzbefestigung der Ming-Herrscher. Niemand hatte erwartet, dass die Nomaden die natürliche Grenze der Bergkette nördlich Pekings überwinden könnten. Bis heute sind diese Berge schwer zu überqueren, wenn auch aus einem anderen Grund, wegen des Verkehrs. Es gibt so viele Mauern in China. Das hier ist eine LKW-Mauer. In diesem Gebiet befindet sich das größte Kohlefeld Chinas. Und all diese LKW transportieren Kohle. Auf ihrem Weg müssen sie zahlreiche Pässe überqueren. Auf einer engen Straße wie dieser führt das oft zu Problemen. Es braucht nur einer der Trucks vor Überhitzung liegen bleiben, dann ist die ganze Strecke verstopft. Ich hoffe, es dauert nur ein paar Stunden und nicht Tage. Das ist kein Scherz. Nach 7 Stunden löst sich der 80 Kilometer lange Stau wie durch ein Wunder auf. Die Straße über den Pass ist wieder frei. Im Jahr 1550 begegneten die Nomaden auf ihrem Weg in den Süden keinem ernstzunehmenden Gegner. Drei Tage lang terrorisierten sie die Vororte Pekings. Sie forderten Handelsrechte, griffen aber die verbotene Stadt nicht an. Dann zogen sie sich wieder in die Steppen zurück. Wenig später begann der Ming-Herrscher nördlich von Peking eine Steinmauer zu errichten. Zwischen 1550 und 1644 erreichte sie eine Länge von 1200 Kilometern. Der Steindrache, die große chinesische Mauer, wie die Welt sie heute kennt. Wie viele Menschen waren notwendig, um sie zu erbauen? Es gibt kaum offizielle Zahlen, doch es existieren alte Steintafeln mit eingravierten Texten, die uns darüber Auskunft geben könnten.
Ich hoffe, dieser Stein wird mir verraten, wann diese Mauer erbaut wurde, wie viele Menschen daran beteiligt waren und wo gebaut wurde. Von hier aus sieht die Inschrift sehr undeutlich aus, aber wir haben eine Leiter und Mr. Ho. Mit seiner Hilfe werden wir den Stein kopieren und einen Abdruck anfertigen, der uns vielleicht den Inhalt der Tafel preisgibt. Es ist eine alte, typisch chinesische Kopiertechnik. Sie beginnt damit, ein Blatt Papier auf die Tafel zu kleben und das nur mit Wasser. Der erste Schritt. Der zweite Schritt? Dazi bedeutet wörtlich Buchstaben abschreiben. Dazu benutzt man eine Bürste und drückt das Papier in die Einkerbungen. Die höheren Stellen des Papiers werden geschwärzt. Die Teile, die in die Schriftzeichen eingesunken sind, und das Schmuckwerk an den Rändern bleiben weiß. Nach 3 Stunden präsentiert Herr Ho sein Kunstwerk. Es sieht aus wie eine Blaupause oder schlicht wie altes Archivmaterial. Herr Ho hilft Lindsay, die chinesischen Schriftzeichen zu übersetzen. Nur wenige können sie noch lesen. Dieser Stein verrät uns, dass 2 Militärbeamte, die für 1100 Familien verantwortlich waren, 228 Meter der Mauer im Herbst des Jahres 1579 erbauen ließen. Durch einfache Arithmetik und angesichts der Produktivität von 4 Personen pro Familie können wir sagen, dass 4500 Menschen in 8 bis 10 Wochen dieses Mauerstück im Herbst 1579 erbaut haben. Während Mauern aus gestampfter Erde von ungelernten Dienern oder Bauern errichtet wurden, brauchte es für diesen Mauertyp spezielles Wissen. Hunderte Baumeister und erfahrene Ingenieure, tausende Steinschneider und zehntausende Maurer wurden dafür angeheuert. Die Mauern aus gestampfter Erde wurden aus Material gebaut, das es in unmittelbarer Umgebung der Baustelle gab. Das Material für diese Art Mauer musste vor der Verwendung erst hergestellt werden. Die Chinesen hatten zu diesem Zweck ein Netzwerk an Ziegelbrennöfen eingerichtet, alle nahe der Baustellen. Einer dieser Orte wurde kürzlich von Bauern entdeckt. Professor Wang Zunong, Kurator des großen Mauermuseums in Shanhiguan, untersucht die Fundstelle. An diesem Ort entdeckte man 60 Ziegelbrennöfen. Es war wohl die größte Produktionsstätte für Ziegelsteine entlang der gesamten chinesischen Mauer. Man schätzt, dass jeder Ofen 5000 Ziegel brennen konnte. Bei 60 Öfen wären das allein in diesem Areal monatlich 300.000 Ziegel. Das ist eindeutig industrielle Massenproduktion. Der seltsam anmutende Verlauf der Mauer lässt Historiker vermuten, dass sie nicht nur Verteidigungszwecken diente. Seit Generationen sind Chinesen Anhänger von Feng Shui, der Harmonielehre von Wind und Wasser.
Vermutlich ließ man sich vor dem Bau der Mauer von Feng Shui-Lehrmeistern beraten. Man wollte damit sicherstellen, dass die Kräfte der Natur das Bauwerk akzeptieren und unterstützen. Vor allem, wenn Lindsay allein an der Mauer entlang geht, stellte sich vor, wie die Soldaten gelitten haben mussten. Isoliert von der Außenwelt, dem Wind und schlechtem Wetter ausgesetzt, eingepfercht in schmucklose und enge Quartiere über viele Monate hinweg. Letztlich steht die Mauer aber auch symbolhaft für die enge Weltanschauung der Ming-Herrscher. Die Mauer grenzte ihr Universum ab und schloss alles aus, was fremd war. Oft findet man im Geröll Keramikteile. Ich bin nicht sicher, was dieser Stein bedeutet, aber er schaut interessant aus. Könnte ein. Das ist eine Steinbombe. Mit Schwarzpulver gefüllt, dann mit Schlamm verschlossen. Hier die Lunte. Die Türme waren voll damit, jeder mit 50 oder gar 100 Stück ausgestattet. Man warf sie die Wand hinunter, wenn der Turm attackiert wurde. Ein toller Fund.320 Kilometer weiter östlich steht ein weiteres Beispiel lebendig gewordener Geschichte. Das ist Zhang Heshan. Seine Vorfahren bauten vor 440 Jahren an der Mauer. Dicht daneben tragen die Türme die Namen anderer Familien, wie der Chang-Turm, der Wang-Turm oder der Lo-Turm. Familiengeschichten an der chinesischen Mauer, 440 Jahre nachdem sie erbaut wurde. Noch immer gedenken diese Familien ihrer Vorfahren, etwa indem sie historische Feste feiern. Das Schwein wurde gestern geschlachtet. Frisches, leckeres Schweinefleisch. Die Familien in den Dörfern mussten sich um die Soldaten kümmern und sie ernähren. Ihr Lieferservice hat bis heute überlebt. Zhang Heshan ist Bauer und lebt unten im Dorf Changsiu. Er hat ein paar Köstlichkeiten für mich vorbereitet, die ich nach meinem Aufstieg essen kann. Es ist schon aufregend, wenn man bedenkt, dass vor 400 Jahren die Soldaten, die hier stationiert waren, genau dieselben Speisen bekamen. Schauen wir mal. Eine Art Pastete, eingewickelt in einem großen Eichenblatt. Man erkennt die Art des Blattes noch in der Pastete. Ich werde mal kosten. Viel Schnee. Das chinesische Takeaway für die Soldaten auf der Mauer. Im Jahr 1644, nach weniger als 100 Jahren, war die eindrucksvollste Verteidigungsmauer, die je von Menschenhand erbaut wurde. Handelte es sich nicht mehr um eine große Mauer, vielmehr um ein System mehrerer Verteidigungslinien von den Bergen bis
Im Jahr 2009 verkündeten chinesische Behörden, dass die Gesamtlänge 8.850 Kilometer liegt. Hier ist das Ende der Mauer in Shanghai, was Berg, Meer, Tor bedeutet. Die Chinesen vergleichen die Mauer mit einem Drachen, der durchs Land kriecht. Das ist sein geografisches Ende, der Kopf des alten Drachen am Gelben Meer. Nicht weit von hier musste der Kommandant von Shanghai Guan 1644 seine ablösen. Ein Ereignis, das zum Ende der chinesischen Mauer als übergreifende Verteidigungsanlage führt. Professor Wang Zunong begleitet Lin Zhe zu den Toren und Mauern in den Außenbezirken von Shanghai Guan. Hier endete die Geschichte der chinesischen Mauer. Der Bau der Mauer führte zum finanziellen Zusammenbruch der Ming-Dynastie. Im ganzen Reich kam es zu Aufständen. Revoltierende Bauern marschierten nach Peking. Nachdem sie den Herrscher stürzten, marschierten sie weiter nach Shanghai Guan, der letzten Hochburg des Ming-Reiches. Zur selben Zeit machte sich eine mächtige Armee aus den Steppen auf den Weg ins Reich der Mitte. Die Mandschuren. Damals war Wu Sangui der befehlshabende General der Festung in Shanghai Guan. Er sah sich von allen Seiten belagert. Der General befehligte eine mächtige Garnison, aber war sie stark genug, den Angriff zwei Gegnern standzuhalten? Professor Wang Zunong erklärt William Lin Zhe seine Sicht der Ereignisse. Gefangen zwischen zwei Gegnern war es General Wu Sangui klar, dass er nicht beide Gegner besiegen konnte. Er begann zu taktieren. Der General bot den Mandschuren aus dem Norden einen Bündnisvertrag an. Die früheren Feinde vereinten sich im Kampf gegen die rebellischen Bauern und besiegten sie. Eine Mauer ist nur so stark wie die Männer, die sie bewachen, soll Genghis Khan gesagt haben. Seine Nachfahren, die Mandschuren, hätten ihm sicher zugestimmt. 80.000 mandschurische Soldaten kamen durch dieses Tor und drangen in das chinesische Reich. Die Mandschuren gründeten eine neue Dynastie, die das Reich der Mitte bis 1912 regierte. Sie nannten sich Jin, was die Reinen bedeutet. Plötzlich wurde die chinesische Mauer nicht mehr benötigt. Doch ihre Geschichte ist damit nicht zu Ende. Denn bis heute weiß niemand genau, wie lang das Mauersystem Chinas wirklich ist. Noch immer gibt es neue Mauerabschnitte und Geschichten zu entdecken. Und so lange wird William Lin Zhe nicht aufhören, entlang der chinesischen Mauern zu wandern. Ich glaube nicht, dass noch einmal so viele Menschen etwas erschaffen, das wie diese Mauern die Geschichte übersteht. Etwas, das nicht zerfällt und als Bauwerk ein Symbol Chinas und der Welt ist. Ich glaube, dass es in der Zukunft neue Wunder geben, in der Kommunikation, in der Biologie, neue Planeten, die erforscht werden. Ich glaube, dass die große Mauer von China das Größte ist, das je durch menschliche Leistung geschaffen wurde. Darum werde ich nie aufhören, dieses Bauwerk zu erforschen.